Im späten Mittelalter wird Europa von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht. Über Handelsrouten und Fernstraßen verbreitet sich die Seuche auf dem ganzen Kontinent. Die Menschen stehen dem neuen Schrecken machtlos gegenüber. Dennoch gibt es auch in diesen schweren Zeiten einige, die sich dem großen Sterben entgegenstellen und versuchen, die Not der Kranken und Sterbenden zu lindern. Köln am Rhein, im Jahre des Herrn 1605. Am Ende sterben sie doch alle gleich. Wimmernd, nach Wasser flehend, nach einer kühlenden Hand auf Stirn und Lidern tastend. Nur nicht allein verrecken. Wer kann, röchelt noch ein letztes Vaterunser, verflucht sein Schicksal. Und dann ab in die Pestgrube mit ihm. Irgendwo außerhalb verscharren wir sie alle, wo die giftigen Dämpfe ihrer aufgequollenen Leiber uns nicht mehr kümmern. In endlosen Reihen haben die Reichen und Mächtigen die Stadt verlassen, davongeprescht, aus dem Staub gemacht, alles an Besitz und Vorräten mit sich nehmend. Auf ihrem Land sitzen im Grün, da lässt es sich bestimmt gut aushalten, das will ich glauben. Zurück bleiben die Alten und Armen, also eigentlich alle. Die Geißel Gottes nennen die Leute die Seuche. Doch warum sollte der Herr vor allem die Armen in den schmutzigen Elendsquartieren der Stadt sterben lassen? Es beginnt mit einem leicht schummrigen Gefühl. Dann kommt die Kurzatmigkeit und mit ihr bald das Fieber. Wenn die ersten blauen Beulen in den Achseln und an der Leiste auftreten, ist es meist schon zu spät. Einige Ärzte bemühen sich noch, die stinkenden Pestbeulen aufzustechen. Doch das ist nicht unsere Aufgabe. Die Mönche versuchen, so vielen wie möglich noch die letzte Beichte abzunehmen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Dafür müssen sie den Sterbenden nahe sein, koste es, was es wolle. Meist werden sie des Nachts von ihren Familien vor unsere Türen gelegt. Oder kriechen halb wahnsinnig selbst zu ihnen. Ganze Straßenzüge hat die Pestilenz inzwischen entvölkert. Niemand traut sich mehr in die Häuser der betroffenen Viertel. Wer bleibt, der hungert und betet zu Gott, auf dass er ihn verschone. Auch unter ihren Brüdern hat der Tod eine reiche Ernte eingefahren. Wir versuchen sie wenigstens ordentlich zu begraben. Doch unsere Steinmetze kommen mit dem Behauen der Grabsteine kaum noch hinterher. Seit dem Mittelalter wird Köln immer wieder von der Pest heimgesucht. Die erste große Welle trifft die Stadt 1349. Der schwarze Tod wird von Flöhen, die im Fell von Ratten nisten, auf den Menschen übertragen. Die engen, schmutzigen Städte des Mittelalters entwickeln sich schnell zu Seuchenherden. Unrat und Fäkalien werden einfach auf der Straße entsorgt. Ein Fest für die Ratten. Die Menschen wissen nichts über den Ursprung der Krankheit. Zahlreiche Hausmittelchen und Zaubersprüche sind im Umlauf, um sich vor dem scheinbar wahllosen Tod zu retten. Wer die Straße betreten muss, hält sich zum Schutz vor ansteckenden Dünsten Tücher vor Mund und Nase. Der Rat der Stadt Köln ordnet sogar eine Isolation von Erkrankten und ihren Familien an. Eine Verletzung der Quarantänepflicht ist bei Strafe verboten. Ein Gesundheitssystem gibt es nicht. Einzelne Mönchsorden, wie die Alexianer, haben sich jedoch auf die Pflege von Kranken und Sterbenden spezialisiert. Sie sehen darin einen frommen Dienst an der Gemeinschaft. Unzählige bezahlen diesen Dienst mit ihrem Leben. Auf der Suche nach Schuldigen für das große Sterben entladen sich Wut und Zorn in vielen Städten Europas an den Juden. Die Brunnen sollen sie vergiftet haben. Auch in Köln dringt ein bewaffneter Mob in das jüdische Viertel ein und Juden werden auf der Straße angegriffen. Beinahe alle jüdischen Bewohner werden ermordet. Ihre Behausungen angezündet. Ein Beweis für die Anschuldigungen findet sich nicht. Dennoch werden die Kölner Juden aus der Stadt verbannt. Die Pest hingegen sucht die Stadt in den folgenden Jahrhunderten
immer wieder heim.